So, Mahlzeit mal wieder. Ich spiele immer noch oder jetzt wieder The Redress auf Mira. Ich bin endlich Corona-negativ. Wie man so schon sagt, negativ ist das neue positiv. Hab immer noch ein bisschen Symptome, Husten, Schnupfen und zwischendurch mal so Niesattacken. Aber ansonsten hab jetzt auch bestimmt eine Woche mindestens nicht gespielt. Aber ich glaube, es war nicht ganz so schwer, wenn ich mich erinnern kann. Es gab dann irgendwelche Bossfights, die man machen musste, aber auch die waren, glaube ich, nicht so schwer. Insofern, wir spielen man einfach da weiter. Das ist nämlich der Punkt. Ich kann also immer nur da weiterspielen, wo ich aufgehört habe. Gibt also keine Save Points, die man nochmal nachladen kann. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter rein und gucken. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ja. Da. Also, ich glaube, ich bin gerade durch dieses Tor gekommen. Da gehe ich mal ganz stark von aus, nicht wahr? Es war, wie gesagt, kein anspruchsvolles Spiel bis jetzt. Es ist eher so spazieren gehen durch schöne Landschaften. Oh, mit weißen Rosen. Guck mal da. Und schwebenden Steinen. Sieht so ein bisschen aus wie bei Avatar. So. Mhm. Musik klingt auch so ein bisschen harmonisch. Schön so, hui, ist das angenehm hier rumzulaufen. Sphärisch. Seerosen. Perfekt. So, man kann hierher gehen und da wette ich, dass man hier irgendwas machen muss. Wieder irgendeinen Hasen einfangen. Ich glaube, das musste man machen, um diesen Kristall aufzuladen, den wir da haben. Oder auch nicht. Okay. Jetzt bin ich aber ganz woanders. Soll ich hier hin? Kann ich hier durch? Ja, ertrinken tue ich schon mal nicht. Bin bestimmt nicht richtig. Aber ich laufe ja immer lieber abseits von Wegen, als mich da direkt hinzubegeben, wo es eigentlich hin soll. Okay. Also ich bin ja doch recht einsam hier in dieser Gegend, das muss man ja doch mal sagen. Ich muss gleich bestimmt wieder alles zurücklaufen. Nee, guck mal, hier kann ich wieder einen Baumstamm umschmeißen mit E, glaube ich, ne? War das? Ja. Okay. Hm. Würde ich mal sagen, wir gehen mal hoch, oder? Ich bin hier bestimmt nicht richtig. Was mache ich denn jetzt? Laufe ich jetzt alles wieder zurück und gucke mal oben rum? Oder kann ich vielleicht sogar hier links... Nee, kann ich nicht. Der Specht hämmert. Nee, muss ich nur mal zurückgehen. Hilft ja nichts. Hui. Tut mir leid, die Nasennebengeräusche müsst ihr noch ertragen. Wer auch immer das ertragen muss. Was ist das denn da oben? Hängt da eine Muschel im Baum oder was ist das? Oder soll das Blüten sein? Von Blüten sein, ne? Weiß ich auch nicht. Aber wir stapfen mal durchs Wasser. Also ich finde es immer noch grafisch ganz schön. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht spannend oder extrem nervenzerfetzend. Ah ja, eine Kiste. Lass mich mal raten. Da waren diese Notes drin, ne? Stundenlang dauert, bis das wieder aufgeht. Mahlzeit. Dann wollen wir mal gucken. Ihr wisst ja, ich lese mir das alles, wenn überhaupt, im schnell durch. Wer das gerne selbst lesen möchte, muss halt auf Pause machen zwischendurch.
eine dramatische Geschichte. Soll traurig sein, oh. Zur Scheune. Was die wohl in der Scheune gemacht haben. Wir werden es herausfinden. gehe ich von aus. Was ist jetzt? Was war denn? Warum kam ich hier nicht weg? Wieso ist er eigentlich überhaupt kein Hase, Mensch? Aber da. Ja. War also dann doch nur diese Kiste mit der Geschichte. Also ich glaube, dafür einen Bonus kriegt, wenn man alle sammelt. Ich wüsste nur nicht wofür. Also man kann sein Leben nicht verbessern, man kann nicht schneller rennen. Bis jetzt keine Waffenverbesserung oder sonst irgendwie was. Ich habe übrigens auch überhaupt keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Das kann noch 10 Stunden gehen. Das kann aber auch in 20 Minuten zu Ende sein. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Ich meine aber jetzt schon, dass ich 2 Stunden gespielt habe. Ungefähr. Boah, das wird aber immer weitläufiger, finde ich jetzt, ne? Kann ich hier oben was machen? Nee. Wo ich meinen Hund eigentlich nochmal wieder kriege? Ich habe ja irgendwann mal so einen Hund gehabt, ne? Stirb! War dann dieser Bösewicht. Ah! Die 3 Stooges. Oder die 3 Amigos. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich war das nie ein Zeichen für irgendwas. Die waren einfach nur da und dann weg. Also, kein Hase, keine Kiste. Kein gar nichts. Dann eben nicht. Da! Häschen! Hüpf! Alter, was sind denn mit den Schatten? Ah! Das sind die Bäume, ist ja cool. Richtig, dass die Schatten hier mit. Boah, guck mal da. Ja, das sieht ja schon cool aus. Blümchen. Blümchen. So, da muss ich hoch, aber ich muss wahrscheinlich vorher den Hasen entfärben. Hä? Da, ne? Da hier ist bestimmt wieder eine Kiste drin. Nö, was denn? Die geht ja nicht mal auf die Tür. So war das, genau, rechte Maustaste. Keine Tür. Nichts zu holen diesmal. Ein paar leere Pullen. Reingucken kann man auch nicht. Dunkel drin. Ja. Nicht, dass das Spiel irgendwie linear ist. Würde ich mal sagen, wir müssen diese Leiter hoch. Weil viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Und dann kommt gleich bestimmt wieder so ein blöder Bossfight oder sowas. Naja, gut. Also ich habe schon echt, muss ich jetzt mal sagen, spannendere Spiele, wesentlich spannendere Spiele gespielt. Aber auch wirklich eins, das war das ultimativ schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe. Und ich habe auch schon einige schlechte Spiele gespielt. Und das war immer noch, wie hieß es nochmal, mit Apokalypse. Das war einfach nur grottenübelst. Rumgerannt wie Üppchen doof und nichts passiert. Also alle halbe Stunde mal, wenn überhaupt, ein Rätsel. Ich sage, ich bin da, glaube ich, mal sage und schreibe eine halbe Stunde gerannt. Aber wirklich gerannt, um irgendwo hinzukommen. Ach so, da ist das Häuschen, da ist der Happelhase und hier bin ich nicht hochgekommen, oder wie ist das? Nö. Nur ungefähr so sinnlos wie jetzt gerade hier. Also man verbringt seine Zeit damit, rumzulaufen. Was denn jetzt? So ein breites Kreuz habe ich hier wohl auch nicht, dass ich da nicht durchpasse. Oh, 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 da?
Ja, ich glaube schon, ne? War da noch irgendwas? Nee, ne? Glaube nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, wissen wir jetzt, das war ja so kompliziert, da musste man irgendwie diesen Punkt finden. Ha! E? E, genau. Ich mache mir mal an meinem Monitor wieder mal meinen Spielemodus an, damit ich auch wirklich alles sehe. Für mich wäre es heller, für euch natürlich wieder mal nicht. Edge Badge. Aber ist mir auch scheißegal. So, dann. Dramatische Musik. Hossa. Hossa. Geht's da runter? Kann ich da hinten hin? Sieht schon. Ich sag ja, grafisch ist es schön. Das war. Das ist. Apokalypse. Ich hab gerade den Namen. Post-Apokalypse? Nee. Vergessen. Ich spring da jetzt nicht runter, weil ich da nicht mehr hochkomme, bestimmt. Und da komme ich auch nicht her. Nein, das ist einfach nur die Mauer. Deswegen laufe ich trotzdem erstmal hier unten rum. So, das Tor war da hinten. Klopft immer nach da oben, sind meine Freunde. Die drei Amigos. Ah ja, da hinten ist das Tor, ne? Da. Ja, komme. Tschüss. Ich hatte ja jetzt gedacht, hier wäre noch irgendwas, aber nee. Aber muss ja irgendwas sein, ich muss ja irgendwo so einen Hasen finden hier oder sowas. Muss ich denn doch da runter? Also da hinten ist das Tor, da bin ich mir ziemlich sicher. So, da so. Und hier so hätte ich jetzt eigentlich mitgerechnet, dass hier ein Hase ist. Aber das sieht mir schon so aus, als wenn ich da gleich wieder von unten hochkommen könnte. Ach, mir juckt die Nase. Ja, das werde ich dann wohl mal machen müssen. Ja. Die Musik ist auch so ein bisschen, wie gesagt, so episch, ne? Sphärisch manchmal und das gerade war eigentlich schön. Bisschen schwermütig zwischendurch, erinnert mich immer an Herr der Ringe. So, ich behaupte mal, ich muss hier runter. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mache ich trotzdem. So, Haarflecken. Zack. Häschen! Häschen, ich hab dich! Immer diese Hulk. Hulk-Häschen. The Incredible Rabbit. Neu von Marvel DC. Das bewegt sich. Sieht aber nicht gesund aus, oder? Ist das so ziemlich mit dem Hasen das erste? Nee, warte mal, dieser komische Knilch, der rennt ja immer noch da rum. Das erste Lebewesen, das ich hier so treffe, halt, ne? Auch die blöden Vögel noch.
Da, Kiste. Guck mal. Kein Wasser mehr. Guck, sie. Ach, ich wusste es. Verirren! Ja, das war ja wieder mal sehr spannend. Also das, was die Schweine trinken, ist anscheinend nicht wirklich lecker und gefällt David auch nicht. So, und ich behaupte mal, dass ich hier unten nicht weiterkomme. Also wir kommen nicht auf die andere Seite. War ich da nicht schon? Nee, ich glaube nicht. Ne? Nee, war ich noch nicht. Sondern ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie wieder... Ach, hier, guck mal. Ja, ich sehe schon, der Stein hier, den müssen wir wieder zuballern. Und dann versuchen, irgendwie da hochzukommen. Ich habe nur keine Ahnung. Ja, toll. Yay! Ich bin der Beste. Ich habe es beim ersten Mal geschafft. So, da kommen wir nicht weiter. Ah, aber ich habe da hinten was gesehen zum Klettern. Denn ich behaupte mal, mit diesem halb vollgeladenen Stein kommt man nicht weit. Wir brauchen also nochmal eine Ladung. Es ist auch sehr schwer, hier immer das richtig zu machen. Und tada, siehst du, ich wusste es. Ja, man... So langsam kennt man das Spielchen ja doch ein bisschen. So, dann müssen wir hier wieder runter. Hui, schaffen wir. Sag ich doch. Jetzt, genau wie ich sagte, kommen wir da raus, wo das Tor ist. Nämlich da. Passt doch. Aber schön, es ist wie gesagt kein aufregendes Spiel, es ist grafisch interessant. Man muss zwischendurch mal ein bisschen was machen. Nichts Schwieriges, wie man natürlich inzwischen festgestellt hat. Da, Arvid in der Scheune. Pfui, deine. Wir sind aber auch Ferkels, wa? Hallo. Ach so, ja. Frogger. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wer diese Fackeln hier mal anmacht. Warum kann ich nicht rennen? Ah, deswegen. Kommt jetzt wieder ein Bossfight. Wenn die Nacht fällt auf Schloss Darkmoor. Ach, hat sich nicht schon mal irgendwas geträumt, wo wir in einem Traum rumlaufen mussten? Ja, ja. Hui.
Ach ja je. Komme ich von. Von da komme ich? Nee. Oh, ist das dunkel. Kann sein, dass ich mich hier verstecken kann, ne? Also auf jeden Fall komme ich da nicht weiter. Muss ich ja da entlang. Oh, das Knistern ist aber ganz schön laut. Da waren doch diese Viecher, dem musste ich entkommen, ne? Komm ich da nicht mehr hoch, wa? Nein, das sieht nicht so aus. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, ich renne schon. Okay. Das ging aber auch schon mal schneller. So, wo ist Karl 1? Da hinten liegt was. So, den haben wir. Dafür kann ich jetzt nicht mehr rennen. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen musste. Oder wo ich hin muss. Aber ich denke mal, ich muss an dem vorbei irgendwie wieder. Ob ich denn wieder, muss ich denn wieder zurück? Hilfe, ey. Bleibst du jetzt da stehen, oder was? Scheint so. Da weiter? Geht es da weiter? Oder bin ich von da gekommen? Boah, schnell ist das aber nicht hier. Aber gar nicht. So, da habe ich das Ding gefunden. Nein, ich hätte gesehen, dass es da irgendwo weitergeht, ne? Oder vertue ich mich jetzt gerade ganz, ganz böse? Diesen Knilch habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Knilchchen. Nee, ich glaube, da geht es nicht weiter. Ich habe auch keine Ahnung, wo es weitergehen könnte. Und ich habe auch keine Ahnung, wo dieses Viech ist. Eigentlich habe ich gerade überhaupt keine Ahnung.
Hä? Jungs, wollt ihr mich verarschen? Alter, geh doch da durch, ey, Alte. Geht's da irgendwo weiter? Und wo ist denn jemand Froschfresserfreund? Wenn man jetzt ja wüsste, wo man weiter muss. Immer dieses Rumgefuchte mit den Armen zwischendurch. Mich verscheißern? Habe ich den jetzt hier weggenommen oder was? Ich weiß auch nicht, was ich machen muss damit. Das Viech abschießen? Ich habe es echt vergessen. Ich weiß ja nicht, ob ich bei dem ersten was anders gemacht habe. Ups. Ich kann aber auch nichts. Dass ich jetzt irgendwie schießen könnte oder sowas. Ich weiß einfach nicht, was ich machen muss. Boah. War ich da hinten schon? Wahrscheinlich schon fünfmal. Ups. Da! Da, ich sehe was. Ich wette, hier bin ich richtig. Gruzelig. Ein Jumpscare. Ups. War ich doch ein Jumpscare. Okay, Mira, weiter geht's. Was sagt denn die Uhrzeit? Guck mal da, fast schon wieder 30 Minuten rum. Ich überlege, ob ich das in 30ern packe oder ob ich es vielleicht hinterher mal zusammenschneide. Ich würde mal sagen, ja, bis später, bis gleich, bis auch immer. Tschüss.